Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial für die Super Monster League. Monster Super League, so rum. Heute habe ich es aber mit Versprechern. Ich will, bevor wir noch uns oder jetzt uns endlich mal an die Monster ranschmeißen, beziehungsweise die Fähigkeiten vielleicht auch, muss ich mal gucken, was ich zuerst mache. Auf jeden Fall werden das mehrere Videos sein von Monstern und ihren Fähigkeiten. Gehen wir noch mal kurz auf die Verbesserung ein. Es gibt ja massenweise Verbesserungen, die ihr tätigen könnt. Ich gehe die Verliese jetzt nicht noch mal im Einzelnen durch. Im Grunde genommen, wenn ihr wisst, ihr wollt ein Monster aufsteigen lassen, sage ich jetzt mal hier die Valkyrie, die ist jetzt gerade bei mir auf Level 50, weil sie so bei mir gedroppt ist, geht ihr hier auf Aufstieg und ihr seht, was für Materialien ihr braucht. Wenn ihr auf das Plus klickt, wird euch angezeigt, jetzt in dem Fall halt, weil wir heute auf Holz bzw. Wood stehen, ist dieses Verlies natürlich geschlossen. Das Sternsteinverlies ist immer offen. Ihr könnt dann zum G-Verlies machen und dann müsst ihr euch das ein bisschen einprägen bzw. nicht mal einprägen, sondern wenn ihr dann zum Verlies geht, seht ihr ja schon anhand der Darstellung, welches Steinchen ihr denn jetzt benötigt, ne? Und das müsst ihr euch leider dann erfahren mit ein paar Ones. So, gehen wir nochmal zu den Monstern zurück, weil euch ist sicherlich aufgefallen, gerade an den neuen Spieler, dass einige Sterne ja ganz anders aussehen. Jetzt haben wir hier Gott sei Dank ein Dreierbeispiel. Das hier ist ein normales Monster, was ich auf Stufe 60 habe, auf Stufe 6 halt verbessert und auf Level 60 gebracht. Das haben wir hier unten. Bei euch verändert sich das dann, das seht ihr dann. Hier habt ihr den Aufstieg und wenn ihr den hochgelevelt habt, seht ihr hier den Button verbessern. Ihr kriegt sogenannte Essenzen, die ihr zur Verbesserung braucht. Dafür müsst ihr euch Stufe 3er Monster fangen in den Stages. Hier könnt ihr jetzt zum Beispiel, den brauche ich überhaupt nicht. Die ab Stufe 3 setzt ihr frei, die ihr nicht braucht. Und dann kriegt ihr eine Belohnung. Das hier kann random sein, das kann auch ein Ei sein, das kann auch nochmal hier die Ingame-Geldwährung sein. Und die Essenzen. Es können auch mehr Essenzen sein, die dabei rauskommen. Und diese sind, haha, Wortwitz, essentiell für die Verbesserung. Okay, den hatte ich jetzt verbessert, genau. So. Wenn ihr jetzt hier auf Verbessern klickt, jedes Monster braucht seine eigene Verbesserung. Da gehen wir aber später nochmal drauf ein. Jetzt habe ich hier natürlich Glück. Ich kriege hier einen Stat, den für dieses Monster nicht verkehrt ist. Nehmen wir mit. Drücken dann natürlich auf OK und dann nochmal auf Verbessern. Wenn dieser Wert euch nicht gefällt, wie jetzt zum Beispiel Crit-Schaden, das ist ein Heiler, der braucht keinen Crit-Schaden. Geht ihr nochmal auf Erneut verbessern. HP Plus, ja, kann man sich überlegen. Widerstand ist jetzt bei dem hier nicht ganz so wichtig, da kommen wir auch nochmal zu. HP Prozent. Dann gehen wir hier auch auf OK. Jetzt sind wir hier erst bei 5 von 20. Können aber nochmal mit den Essenzen den Wert hochtreiben mit etwas Glück. Wenn der so hoch ist, ist die Chance, dass der Wert unten ist, also weiter drunter geht, leider höher. Aber manchmal ist es halt auch Glück. So, dann seht ihr auch schon, dass zwei Sterne hier in dem schönen bläulich-lilanen Ton sind. Das ist für euch die Information, dass ihr das Monster schon zweimal verbessert habt. Auch das geht sechsmal. Im Falle, dass euch das Monster nicht mehr gefällt, ihr habt da reingedrückt, weil es euch vorgeschlagen worden ist, als es neu war, oder ihr jetzt, als ihr auf das Level gekommen seid, wo man es verbessern kann, könnt ihr hier auf Zurücksetzen gehen. Er fragt euch nochmal, aber dafür braucht ihr die Ingame-Geldwährung. Deswegen immer wichtig, haltet die Essenzen hier oben im Auge, wenn ein Wert nicht droppt. Irgendwann. Oder ihr seht, ihr habt hier nur noch
keine Ahnung, sage ich mal 1000 Essenzen und der nächste Wert kostet 200 und ihr müsst das aber 4, 5, 6, 7 Mal machen, dann hängt ihr hier, sage ich mal, wenn ihr jetzt Crit-Schaden kommt und ihr könnt nicht mehr erneuern, dann hängt ihr auf diesen Crit-Schaden, dann müsst ihr das ganze Monster zurücksetzen. Also macht langsam, haltet eure Essenzen im Blick, damit ihr da euch nicht verbaut und dann wieder zurücksetzen müsst und alles von neu machen müsst. Dann müsst ihr nämlich hier alles erneuern. Ihr könnt auch hier komplett Werte ändern, wenn ihr das Monster komplett so in den Essenzen habt, wie ihr das möchtet, mit den Essenzboni, dann könnt ihr auf alle Werte ändern gehen. Auch da, ja, muss aber nicht, weil wenn ihr einen Stat habt, der hier auf Max ist und ihr geht auf alle Werte ändern, geht er natürlich auch runter. Die nächste Verbesserung wäre der Superaufstieg. Seht ihr an den roten Sternen. Hier gibt es nicht so wie bei der Verbesserung die Möglichkeit, Stern für Stern einen Superaufstieg zu machen, sondern ihr braucht 100 von diesen Dimensions Sternsteinen. Auch hier dieses Dimensionsverlies wird euch angezeigt. Da könnt ihr direkt hingehen. Auch das ist elementar gebunden. Wie gesagt, ist für kleinere noch extrem schwierig. Aber diese Steine gibt es auch beim Clan-Festival. Da sind wir dann wieder, dass ein Clan wichtig ist, einen aktiven Clan zu haben, beziehungsweise auch viele aktive Clan-Member und vielleicht auszumachen, wie viel Geschenke man mindestens schicken sollte. Also wie gesagt, viele von uns sparen auf das Clan-Festival, um den anderen mit Geschenken zu geben und da können diese Steine auch drin sein. Nur mal kurz angeschnitten. Dann kriegt ihr verschiedene Fähigkeiten. Das Problem ist natürlich, bei jedem zufälligen Ding kann es auch sein, dass ihr nicht das bekommt, was ihr wollt. So ist das halt. Auch da heißt es farmen, farmen, farmen und mit Glück bekommen. Was jetzt für jedes einzelne Monster gut, perfekt oder sonstiges ist, kann man stellenweise abschätzen, nicht immer, aber es sind auch die, die nicht so gut sind, sind zumindest brauchbar. Also es ist jetzt nicht so wie hier zum Beispiel, ich habe mit dem Dino diese Erweiterung bekommen, diesen Superaufstieg. Und ich habe eine 40%ige Chance, dass 20% der eigenen HP wiederhergestellt werden. Wäre für einen Heiler, für einen Tank, gerade für einen PvP-Tank oder sowas, wäre das Bombe. Für einen Titan-Monster jetzt vielleicht nicht so, aber sagen wir mal, der Heiler hat keine SP und der saugt sich dann am Titan ein wenig voll. Nicht verkehrt. Also, es ist nicht ganz unbrauchbar, aber es ist jetzt auch nicht High-End. Ne? So, dann haben wir diese Verbesserung. Genau. Dann seht ihr hier einen Wildfang. Oh mein Gott, was ist mit diesem Wildfang passiert? Ein Superaufstieg. Ist jetzt gerade auch aktuell im Event gewesen oder ist im Event. Ich weiß nicht genau, ob das Event noch am Start ist, wenn ihr das Video seht. Auf jeden Fall gibt es einen Superaufstieg. Dort könnt ihr euch dann, wenn dieses Event ist, ist egal welchen ihr von beiden macht. Hier gibt es dann 600 von der Ingame-Geldwährung. Und ja, die Steine dafür bekommt ihr im Superlabor. Ihr seht hier, ich könnte wieder eins herstellen. Machen wir mal gerade. Auch wenn ich da genug von habe im Moment, aber man kann nie genug Supersteine haben. Wie bekomme ich die Supersteine? Ganz einfach. Indem ihr hier auf Herstellen geht, kriegt ihr eine Auflistung von den Supersteinen. Natürlich wieder elementgebunden, ne? Feuer, Wasser, Holz, Licht und Dunkel. Auch hier ist es wie bei den Sternsteinen nur halt nicht mit einem Plus angezeigt. Ihr klickt auf das Item, was euch fehlt. Hier jetzt zum Beispiel ist es das Low Flammengras. Das gibt es in den Magma-Klippen normal, schwierig und extrem. Für kleinere Spieler reicht ja in dem Fall das Normal. Warum ihr viele Stages eigentlich auf extrem machen solltet, erkläre ich dann später auch nochmal.
Wenn wir Wochenende haben. Aber das Video kommt dann irgendwann wahrscheinlich unter der Woche. Wichtig ist hierbei, lasst euch da nicht verwirren. Die oberen, wo ihr nur 5 von braucht, gibt es A, eh nur auf Extrem, glaube ich, ja. Und es ist der Late Boss, also der letzte Boss in dem Stage. Gehen wir mal kurz hin. Also ihr müsst immer das letzte Stage auswählen, weil diese Essenz kriegt ihr nur, wenn ihr das jeweilige 4-Sterne-Monster besiegt. Auch die fangbaren. Im Zweifelsfall wollt ihr aber die Stufe 4 Monster fangen. Weil die werden später nochmal wichtig. Genau. Also immer das letzte Stage machen. Und da kriegt ihr auch, genauso wie im Sternheiligtum, kriegt ihr auch diese Essenz für euren Superaufstieg. Wenn ihr die Steine habt, natürlich, so wie ihr gerade gesehen habt, kann ich mir auch hier wieder im Video bis zu 3-mal am Tag angucken, um die Zeit runterzuwürgen. Diese Zeit, also diese Videos setzen sich auch nur am Tag zurück, heißt, wenn ihr jetzt das total runtergewürgt habt und macht den nächsten Stein, müsst ihr natürlich bis zum nächsten Tag warten, um die Steine, um die Zeit des Steinbaus wieder runterzusetzen. So, dann ist das doch, glaube ich, kürzer geworden als gedacht. Gehen wir noch mal kurz drauf ein. Also hier werden euch die Monster unten angezeigt, die es momentan im Superaufstieg gibt. Wann ist der nächste? Das wissen wir selber nicht. Hier oben sind die, die man hat, die man aufsteigen lassen könnte. Ich könnte mir zum Beispiel die nächste Hanna machen. Eins mit der wichtigsten Heiler eigentlich. Kommen wir aber auch noch zu. Später. Wir kommen noch zu einigen, wie ihr merkt. So, haben wir sonst noch irgendwas, wo wir gerade mal gucken können, wegen der Verbesserung? Das waren die Apex. Das war der Dimensionsriss, genau, der Dimensionsriss. Gehen wir mal kurz drauf. Zutritt. Genau, der ist hier elementar verbunden. Ist sehr, sehr knackig, weil da fangen die Monster schon mit Stufe 120 und, oder 115 und 120 an. Also, ja, für kleine fast nicht machbar leider, aber ja. Kommt Zeit, kommt Rat. Nicht vergessen. Riss des Chaos, ne? Die eine Verbesserung, wo ihr euch auch die Gleams kaufen könnt. Ne? Im besten Fall das Elementar Holy Gleam oder das Holy Gleam selbst oder Super Holy Gleam. So, genau. Nee, den Turm hatten wir schon. Turm hatten wir schon, sorry. Genau, da haben wir doch noch was. Der Astronomenverband, die Expedition. Die sind jetzt auf Expedition, wie ihr seht. Dort kriegt ihr die Verbesserung für die Schmuckstücke, wo wir am besten dann später auch nochmal genauer drauf eingehen. Hier ist es auf jeden Fall wichtig, euch werden, wenn ihr reingeht, ich kann ja jetzt, ich kann reingehen, okay. Diese Monster, wenn die so leuchten, sind am besten für die Stage geeignet. Falls ihr diese Monster noch nicht besitzt, weil sie halt stellenweise, also das Mio ist jetzt nicht schwer, den hier kriegt ihr, glaube ich, nur aus dem Ei, wenn mich nicht alles täuscht. Genauso wie sie gibt es, glaube ich, nur aus den 3 bis 5 Eiern. Dann nehmt erstmal was anderes mit. Und meine Empfehlung, immer 8 Stunden. 8 Stunden hat die höchste Ausbeute an Materialien. Und hier habe ich euch ja letztens im Clan-Shop schon gesagt, könnt ihr euch die Kleeblätter kaufen, zumindest die mit Kleeblätter. Dann ist die Chance auf Spezial nochmal erhöht. Ihr erhöht natürlich auch die Werte, indem ihr die Monster nehmt, die vorgesehen sind. Wenn ihr jetzt hier schaut zum Beispiel, hier habe ich auch nur 4 Monster, die für diese Expedition geeignet sind.
und eins, was nicht dafür geeignet ist. Daher habe ich hier nur 10% Chance auf einen Spezialstein oder eine Spezialverbesserung. Oder nicht Verbesserung, sondern auf ein Spezialmaterial. Aber kommt Zeit, kommt Rat, kommen die. Ihr könnt euch auch da erkundigen, wo die Monster herkommen, die ihr dafür braucht. Beziehungsweise können wir, wenn ich da mal wieder neu starten muss, können wir da mal eben drauf eingehen. So, das war es aber jetzt, glaube ich, an den Verbesserungen. Genau. Also haltet euch da auf jeden Fall dran. Alles ist wichtig, was wir hier tun. Nichts ist umsonst. Außer ihr habt schon alles, aber das wird lange dauern, weil ja immer wieder mal Nachschub kommt in Form von neuen Monstern und, und. Und natürlich alles, was an Verbesserung ist, ist goldlastig. Deswegen nach wie vor, wie ich es schon in den anderen Videos gesagt habe, haltet euren Goldhaushalt. Verwaltet euren Goldhaushalt gut. So, jetzt anders. Ja, und dann würde ich sagen, haben wir das Tutorial Verbesserung abgeschlossen. Und dann gucken wir mal, worauf wir als nächstes eingehen. Aber das sehen wir im nächsten Tutorial. Bis dann. Ciao.